mit dem rauf und runter. Lass einfach laufen, ich mach nochmal rauf und runter. Glück auf und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr habt es ja gesehen, ich habe ein neues Intro. Und zwar möchte ich neben meinen Workshops, meinen Soundtracks und meinen Hörspielproduktionen so typische Vlog-Videos machen. Und was ich da genauso treibe und was ich noch neben den Hörspielproduktionen so anstelle, das zeige ich euch in diesem Video. Bleibt also dran. Leider schaffe ich es nicht, jeden Monat zum Beispiel eine Hörspielproduktion abzuschließen und euch dann auf YouTube hochzuladen. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem zwischen den Hörspielproduktionen immer ein bisschen Zeit noch für Kleinigkeiten, für andere Dinge. Und was ich da mache, das möchte ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen. Und zwar habe ich in diesem Jahr vor allem sehr viele Rezensionen geschrieben. Ich wurde häufiger von Hörspiellabels oder von Pressestellen angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, einfach ein Hörspiel zu rezensieren. Das habe ich auch gemacht. Das erste Hörspiel, was ich gemacht habe dieses Jahr oder was ich rezensiert habe, das war hier von Lindenblatt Records, Der Hexer von Salem, der erste Teil. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Er hat auf Facebook einfach die Leute angeschrieben und gefragt, hey, habt ihr nicht Lust, einfach mal eine Rezension zu machen? Und das habe ich auf jeden Fall gemacht, habe mich sofort gemeldet und ich habe dann auch hier die CD bekommen. Fand ich sehr toll. Die Links zu den einzelnen Rezensionen findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Die habe ich euch da reingeschrieben. Also wenn ihr das nachlesen wollt, könnt ihr das gerne auf meinem Blog tun. Oder das nächste Hörspiel ist, hier ist die Nummer 1. War die Anomalia-Hörspielreihe. Da habe ich mich auch unheimlich drüber gefreut. Die haben mich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht auch eine Rezension machen will. Und da sagt man natürlich nicht nein. Und auch für Anomalia habe ich mittlerweile hier die, ihr seht, die ersten 4 Folgen habe ich rezensiert. In der Rezension habe ich immer die ersten beiden Folgen zusammengefasst. Das heißt, wenn ihr da auch Lust habt und mal reinhören wollt oder auch mal reinlesen wollt, gibt es auch auf meinem Blog zu sehen. Dann noch eine Rezension, die ich noch nicht veröffentlicht habe, weil ich da gerade noch dran schreibe. Das ist der 5. Teil von dem Inselkrimi. Den habe ich mir allerdings selber gekauft, den habe ich jetzt nicht zugeschickt bekommen. Und zwar ist das Besondere an der Geschichte, dass sie von Frank Hammerschmidt ist. Frank Hammerschmidt kennt ihr aus den Zukunftschroniken, für den habe ich ja auch schon 2 Teile gemacht bzw. geschnitten. Und das fand ich irgendwie klasse, dass die Geschichte von ihm ist. Er hat für Contendo Media auch schon einige Hörspielskripte geschrieben. Also das ist jetzt, weiß Gott, nicht sein erstes. Ich glaube, er hat schon über 30 Skripte geschrieben. Müsste ich nochmal nachgucken. Wenn ihr es wisst, könnt ihr mir das ja einfach nochmal in die Kommentare schreiben. So. Und wo wir schon bei Contendo Media sind. Wie gesagt, Inselkrimi. Der Frank hatte mich dann irgendwann mal gefragt, ob ich nicht auch mal Lust hätte, ein Hörspiel für Contendo Media zu machen. Das heißt also nicht ein Skript schreiben, sondern einfach die Bearbeitung und die Vertonung übernehmen. Und das habe ich gemacht. Ich kann leider immer noch nicht darüber sprechen, weil ich habe mit dem Christoph die Absprache getroffen, dass wir, solange das Hörspiel noch nicht veröffentlicht ist, ich auch keine Infos darüber gebe, also was für ein Genre das ist, worum es da geht und so weiter. Aber ich darf sagen, ich habe schon 2/3 von dem Hörspielskript habe ich fertig. Ich kann auch noch nicht sagen, wann und wo es erscheinen wird, das weiß ich nicht. Das wird der Christoph dann halt noch entscheiden. Und ja, da habe ich mich auch drüber gefreut, dass ich die Chance bekommen habe. Und bis jetzt muss ich sagen, macht es auch Spaß. Es ist eine Herausforderung. Also jedes Hörspiel hat ja so seine eigene Herausforderung. Und das ist jetzt ein Hörspiel, was ich so noch nicht umgesetzt habe. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Wie ich vorhin schon sagte, ich mache ja nicht nur eigene Hörspiele, sondern ich setze auch einfach die Hörspielideen von anderen um. Und das war auch einer der Gründe, warum ich dieses Jahr mit Morturum Keyboards noch nicht weitergemacht habe. Dazu erkläre ich euch später aber noch was. Und zwar habe ich Anfang des Jahres oder relativ am Anfang des Jahres wurde ich im Hörspielprojekt gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eine Folge von Parapol umzusetzen. Und da habe ich mir gedacht, ist ein Krimi, warum nicht? Mache ich, bin ich dabei. Und da ging es auch darum, dass ich nicht schreibe, sondern auch nur die Vertonung und den Dialogschnitt übernehme. Das habe ich auch gemacht. Das hat sich insgesamt so ein bisschen hingezogen, weil ich hatte auch nicht immer so viel Zeit daran zu arbeiten. Da ist noch ein anderer Cutter, der Teile davon geschnitten hat. Und wir sind aber jetzt an dem Punkt, wo wir alles zusammenfügen und ich quasi nur noch so die letzten Szenen so ein bisschen schleifen muss. Und ach, wisst ihr was? Das kann ich euch auch eben zeigen. Bleibt mal dran.
So, ich zeige euch mal ganz schnell, woran ich hier gerade noch so arbeite. Das ist jetzt so eine Szene, die ich schon fertig geschnitten habe. Und ihr seht hier auf der linken Seite, da habe ich so Überordner. Da sind die Sprecher, also die Spuren der Sprecher. Ne, hier seht ihr die einzelnen Farben, das sind die unterschiedlichen Sprecher. Dann habe ich darunter die Atmosphäre, kurz Atmo. Das heißt, das sind so die Hintergrundgeräusche, Umgebungsgeräusche, die ich der Story so hinzufüge. Die habe ich dann hier nochmal unterteilt. Dann gibt es hier so die klassischen Geräusche. Da habe ich jetzt so ein paar Geräusche, wie zum Beispiel hier geht eine Bürotür. Und dann gibt es noch Effektkanäle. So, bei den Effektkanälen, damit habe ich dann zum Beispiel für die Stimmen den Raumhall hinzugefügt. Hier steht einmal Raumhall Krankenhausflur und einmal Raumhall Arztzimmer. Und ihr seht, hier sind die jeweils immer an- und ausgeschaltet. Ja. So, und das insgesamt sieht das Ganze dann ungefähr so aus. Ja. Ihr seht, hier ist jetzt eine überschaubare Szene. Der obere Teil hier sind die Sprecher. Dann geht es weiter runter. Hier unten, das sind die Atmosphäre, die Umgebungsgeräusche. Und hier unten, das ist der Teil, wo die ganz normalen Geräusche drin sind. Da fehlt jetzt noch im Prinzip ein Ordner. Da müsste jetzt noch Musik drunter gemischt werden. Die habe ich mittlerweile auch schon bekommen. Und das ist so jetzt so, woran ich in den nächsten Tagen halt arbeiten werde, dass ich jetzt alle Szenen nochmal durchgehe, gucke, ob da alles richtig ist, die Musik drunter lege und dann ist das Ding auch eigentlich schon fertig. Also es ist nur noch eine Arbeit von wenigen Wochen für mich, dann kann dieses Hörspiel auch veröffentlicht werden. Es ist Samstag, 11 Uhr und wir machen uns jetzt auf den Weg, frische Erdbeeren pflücken. Ab geht's! Schon was gefunden? Schau mal. Bombenwetter heute. Temperatur war ca. 23 Grad. Perfektes Wetter, um frische Erdbeeren zu pflücken. Ja, wir haben uns mittlerweile hier durchs Erdbeerfeld gekämpft. Das ist meine Errungenschaft. Maike hat ein bisschen mehr gesammelt. Und ja, jetzt müssen wir den ganzen Krempel noch bezahlen. Kommt also mit. Okay. ja. So, wir haben es hier gerade mal auf 2 Kilo geschafft. Letztes Jahr hatten wir deutlich mehr, haben mit, was haben wir bezahlt, 12 Euro, so ein akzeptabler Preis. Im Auto liegt noch eine weitere Schachtel, das sind so ungefähr 1,5 Kilo. Und ja, jetzt haben wir bezahlt, jetzt fahren wir heim und essen. Ich hatte es vorhin ja schon erwähnt, ich wollte euch noch was zur Motorum Kibus Reihe Folge 4 erzählen. Und zwar wollte ich eigentlich schon lange damit fertig sein und die vierte Folge veröffentlichen, hat aber noch nicht so ganz geklappt. Die Gründe dafür sind relativ einfach. Ich habe Anfang des Jahres, als ich mit dem Schreiben anfangen wollte, wurde ich angesprochen, ob ich nicht bei einem Projekt mit einsteigen wollte für das Hörspielprojekt. Und zwar geht es da um die Krimi-Reihe Parapol. Und da habe ich gedacht, ein Krimi habe ich so auch noch nicht gemacht.
Warum nicht, steige ich ein und schreibe dann später. Das Ganze hat sich natürlich so ein bisschen entwickelt und ich habe nicht immer so viel Zeit gehabt, konsequent an dem Hörspiel zu arbeiten und plötzlich hatten wir schon April und dann kam irgendwie eins zum anderen. Plötzlich hatte ich noch eine Anfrage von Contendo Media und da wollte ich auch nicht absagen und habe dann für die auch noch, wie gesagt, ein Hörspiel gemacht, beziehungsweise ich bin auch noch dabei und da habe ich es einfach noch nicht geschafft, die vierte Episode zu schreiben. Und tja, das heißt aber nicht, dass sie nicht kommt. Ich werde definitiv, wenn ich die Produktion abgeschlossen habe, die Episode 4 machen. Ich wollte nur nicht mittendrin in den Produktionen einfach aufhören und was anderes anfangen, sondern ich wollte eigentlich erst die Produktion, die schon am Laufen sind, einfach abschließen, die ordentlich abschließen und dann mit der Episode 4 anfangen. Und genauso werde ich das auch machen. Und mein Plan ist auf jeden Fall, dieses Jahr noch Episode 4 zu veröffentlichen. Also mein allererstes Hörspiel war Maximilian Stark, Der Wahnsinn in mir. Das ist ein Mystery-Ruhrpott-Thriller und den habe ich ja so komplett mit meinem Freundeskreis gemacht. Und ich wurde jetzt immer häufiger gefragt, ob ich dazu nicht einen zweiten Teil machen wollte. Und ich muss sagen, ich habe schon lange überlegt, dazu einen zweiten Teil zu machen. Weil beim ersten Teil, wie gesagt, das war mein allererstes Hörspiel, da gab noch viele Kleinigkeiten, die mich im Nachhinein einfach gestört haben, die ich bei der Produktion nicht bemerkt habe und die ich gerne bei der nächsten Produktion besser machen wollte. Das wäre so mein nächstes Projekt für nächstes Jahr. Also bei Maximilian Stark wird es auch weitergehen. Freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Ich habe auch schon mit einem Sprecher aus der ersten, also vom ersten Teil gesprochen. Der ist auf jeden Fall auch wieder mit dabei und freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, das war es auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich so zwischen den Produktionen so treibe. Wenn euch noch andere Sachen interessieren, wenn ich euch noch andere Workshops machen kann oder ich habe ja jetzt schon zwei Videos zu MusicBee gemacht, wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt, stellt mir einfach die Fragen in die Kommentare. Ich beantworte eure Fragen gerne. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, abonniert ihr am besten meinen Kanal. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Oder ihr tragt euch für meinen Newsletter ein, je nachdem. Und dann bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.